Hallo zusammen, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Let's Play The Forest. Wir stecken immer noch mitten in der Höhle fest, haben in der letzten Folge gerade zwei von den Freunden hier weggeschnetzelt. Und ich würde sagen, wir wollten ja ein bisschen für unser leibliches Wohltun und dementsprechend ein bisschen Fleisch mitnehmen. Dementsprechend müssen wir aber trotzdem noch einmal ein kleines Feuerchen bauen. So, Hunger haben wir. Dann gibt es jetzt gerade mal so ein rohes, frisches Bein. Sehr lecker. Ja, und den anderen Freund hier, den können wir doch dementsprechend dann auch dem Feuerchen zugute führen. Ah ja, so. Ich habe Angst, dass ich mich nachher selber verbrenne, wenn ich da zu nah dran gehe. Hey. So, lecker. Schön Schinken. Und als Nachtisch gibt es dann auch noch mal einen leckeren Arm. Ein bisschen Hunger haben wir noch. So, dann haben wir hier schon mal wieder ein paar Knöchelchen. Wir warten noch darauf, dass sich da die Hand etwas verbrennt. Und wir sind wieder gesättigt. Oh! Ja, so ein richtig gutes Fleisch. Das tut auch gut. Oh. Da hat wohl jemand schon mal ein Feuerchen gebaut. Hier geht's hoch. Ich vermute mal, dass wir jetzt hier da reinkommen, wo wir in der Nähe dieses Sinkholes. Hier liegen Köpfe. Mal eben kurz gucken, dass wir... Das sagt eigentlich die Map. Sehr viel. Wir sind zwar irgendwo, aber... Wie wir da genau hingekommen sind, das ist nicht wirklich klar. So. Achso, das ist irgend so ein Metallkoffer. Ich laufe jetzt bewusst gerade so ein bisschen zickzack, um auch zu gucken, was ist denn an den Seiten dieses Raumes. Achso, das waren wir. Hier haben wir ein Lager mit mehreren Zelten und durch dieses Flackern wirkt es so, als wären wir hier nicht alleine. Pass auf, ich mache hier gerade noch mal eben so ein Feuerchen hin, um einfach hier noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil ich das Gefühl habe, hier können wir dann doch noch ein bisschen mehr finden, außer ein Haufen Bibeln. Was haben wir hier denn? Ein X. Könnte das jetzt bedeuten, dass an dieser Stelle was vergraben ist? Oder anders? Was anderes würde mir so spontan jedenfalls nicht einfallen. Gott, ey, immer diese Geräusche mit dabei. So, hier sind ein Haufen Kochtöpfe. Warum können wir die nicht mitnehmen? Das verstehe ich hier selber nicht. Wir haben wieder ein paar Passenger gefoundet. Der hatte noch eine Uhr, die wird er ja nicht mehr brauchen. I love... Steht denn da noch bei dir drauf? Oh. Haben wir den da jetzt gerade so zugerichtet? Nee, ne? Huch! Ach. Das ist ja cool. Der hat Geld verloren. Naja, okay, gut.
Geld bringt uns jetzt nicht ganz so viel. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch hinkommen. Nirgendwo hin. Auch gut. So, hier ist nur eine große Steinmauer. Das heißt, hier sind wir am Ende angekommen. Das sind nur leere Kisten. Schade. Ja, diese Geräusche von den Sachen, die hier immer überall rumliegen. Ich glaube, das haben die Entwickler nur gemacht, damit hier ein bisschen Paranoia geschoben werden. Heieieiei. Mann. Das könnte einen ja mal wieder aufregen. Also weiter ist hier erstmal nichts. Jetzt ist nur die Frage, wo unser Kumpel hier hingelaufen ist. Da gehe ich jetzt gerade nochmal eben wieder auf die Taschenlampe. Weil wir da nämlich ein bisschen besser in die Weite mitgucken können. Wenn er nämlich da jetzt gerade am Rumdackeln ist, dann würden wir ihn ja frühzeitig sehen. Hen. Okay. Sniper-like start. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Oh, Mist. Nicht, dass er wieder abhaut. Ha, jetzt haben wir ihn. So, mein lieber Freund, was auch immer du bist, ein paar Kalorien könntest du auf jeden Fall mal verbrennen. Ich sehe überhaupt nichts. Ich muss da gerade erstmal eben ein, Ach du Scheiße, der springt ja! Oh Gott. Hauptsache, der bleibt da unten. Nein. Verschwinde. Fall endlich um! Wie hält denn der aus? Ach, sehr schön, das war's. Hi. Komm, dreh dich doch mal hier, Dicker. Ich will dich mal ein bisschen besser angucken. So. Hi. Na, auf jeden Fall, ja, hat der ein paar Kilos mehr auf dem Waggon, dicke Beine vor allem. Was war das denn gerade für einer? Das steht doch bestimmt auch in unserem schönen Notizbuch drin. Find Aloe Vera to heal, na okay. Virginia, die kennen wir ja schon. Aber die anderen stehen natürlich nicht mit dabei. Okay. So, dann schauen wir doch mal, wo wir hier runterkommen. Obwohl, Moment. Wir werden jetzt nochmal wieder erst zurückgehen, einmal nach draußen, weil ich nämlich ganz gerne mal gucken wollte, ob man da jetzt noch weiterkommt oder nicht. Ich meine zwar, dass wir dort weiterkommen, aber sicher wissen tue ich es natürlich auch nicht. So, hier können wir noch ein bisschen Harakiri wieder durchgehen. Ist ja
egal, denn hier erwarten uns ja keine Bösewichte. Keine Ureinwohner. Sagte er und rannte in einen rein. Pam, tot. Naja, schauen wir mal. So, hier ist unser Kumpel wieder, der kurz vor der Freiheit dann zugrunde gegangen ist. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel, weil es ist dunkel geworden. Ja, noch nicht ganz. Ein bisschen sieht man ja noch. So, und wir kommen hier, wie es aussieht, nicht weiter. Hallo? Ich sehe überhaupt nichts. Also wie es aussieht, kommen wir hier nicht weiter. Ich möchte es zumindest nicht riskieren und wenn, dass ich am Ende irgendwo den Graben darunter stürze. Das, habe ich gehört, soll nicht so gesund sein. Das heißt, es gibt noch einen einzigen Weg, den wir lang gehen können und das ist diesen Abgrund hinunter. Wir haben schon einige Mutanten hier getroffen, sind in Konfrontation mit einigen Ureinwohnern gekommen, wo ich gerade mal sehe, könnten wir uns natürlich auch mal eben ein bisschen wieder... So. Das und ein Snickers hinten dran. Und schon sind wir wieder gesund und munter. Dann werden wir... Jetzt, wo gleich eben einmal den Abgrund hinuntersteigen. Was uns hier noch erwartet, das weiß ich selber nicht. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Ja, du hast ja noch gar nicht richtig gekämpft, sagen einige jetzt vielleicht, aber... Das Sinn des Spiels ist es nicht, sich mit irgendwelchen Leuten die ganze Zeit zu prügeln, sondern einfach zu überleben. Und das tun wir. Wir überleben. Und ich möchte euch mal sehen, wenn ihr irgendwo in der Wildnis ausgesetzt seid und mit irgendwelchen mutanten und menschenfressenden Wesen konfrontiert, wie ihr dann reagiert. Ich wette, die meisten von euch werden sich auch dann lieber einen hohen Ausgangspunkt suchen und von dort die Leute wegschnetzeln. Das ist jetzt hier wieder ein bisschen lauter, deswegen erhöhe ich jetzt gerade mal die Stimme, in der Hoffnung, dass man mich dann auf YouTube noch besser verstehen kann. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, tut es mir natürlich leid. So, gehen wir am besten mal schnell weiter. Damit man mich wieder ein bisschen besser hört. Und es ist wieder so... Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich höre wieder diese Schritte, wie von diesem Dickwanz von letztens. Aber ich sehe nichts. Wo ist er? Da ist er. Da hinten läuft er. Und ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu uns rüber. Mist. Was machen wir denn jetzt?
Verdammt! Verdammt, jetzt sitzen wir hier unten fest und kommen nicht raus, weil er da oben langläuft. Schöne Scheiße ist das. So, jetzt können wir ihn kriegen, wenn wir jetzt schnell sind. Verdammt! Ach Mann! Da vorne ist er. So, da haben wir ihn. Mein Name ist Robin Hood, meines Zeichens nach Mutantenjäger. So, ihm scheint es ja nicht wirklich zu stören, dass er von uns in Flammen gesetzt wird. Oh nein. Ich hatte keine brennbaren Pfeile mehr. Verdammt. Und jetzt sehe ich den nicht. Wo ist er denn jetzt? Da läuft er. Ihr merkt, ich werde gerade übermütig. Kann ich auch, denn er ist tot. Ausgezeichnet. So, ein Haufen Arrows wieder collected. So, räumen wir dich mal hier eben unten in den Tümpel rein. Geht gar nicht, bist viel zu schwer. Na toll. So, hervorragend. Dann haben wir ihn hier ausgeschaltet. Und dann sollte die Area. Ich würde schon sagen, relativ safe sein. Oh! Ach, du ahnst es nicht, verdammte Scheiße! Mist, 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 Mist. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Verdammt, meine Axt ist jetzt gerade auch. Kann auch nicht mehr brennen und ich habe kaum noch Pfeile und. Ah, Mann. Huch. Puh. Oh Mann, das wäre jetzt beinahe ins Auge gegangen. Da rennt dann noch so einer von den Viechern rum.
Taschenlampe, Taschenlampe. War ich so ganz selbstbewusst und dachte, ja, okay, diesen einen Gollum da, den können wir noch wegschnetzeln. Auf einmal kommt dann noch so einer von diesen fetten Kerlen an. Und, ich hänge hier gerade irgendwie fest und, kommt es mir nur so vor, oder bewegen wir uns so langsam im Moment? So, ich höre ihn auf jeden Fall, aber ich sehe ihn nicht. Und da sind wieder einige von diesen kleinen Babys. Na gut, die sind jetzt nicht das große Problem für uns. Ist er das? Nee, ich glaube nicht. Okay. Das Problem ist, wenn ich so an einem großen Stück aufnehme, dann vergesse ich immer, wie lange das jetzt schon ging. Ja, so ein verdammter Mist. Ich traue mich nicht runterzugehen zu den kleinen Kiddies da, weil sonst der große Papi da kommt und mir wieder einen Bodycheck verpasst. Und das ist nämlich, wie wir ja festgestellt haben, nicht so ungesund. Der geht nämlich direkt durch die Rüstung. Deswegen würde ich eigentlich lieber den Großen erst wegsnipern wollen, aber... Scheint mir fast so, als So, den haben wir auch. 3. So, das sollten dann wohl alle gewesen sein und ich höre den Dicken, sehe ihn nicht, deswegen versuche ich jetzt gerade nochmal eben schnell ein kleines Feuerchen hier hinzubauen. In der Hoffnung dann zumindest ein bisschen mehr zu sehen. Okay, und ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge dann mal weiter, ob wir den anderen großen Bruder dann auch nochmal zur Strecke bringen können. Ich mache es jetzt mal ganz kurz, weil ich nicht weiß, wann er das nächste Mal auftaucht. Also, macht's gut, wir sehen uns und bis zur nächsten Folge.